Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Schwarz Nuzlocke Challenge. Im letzten Part ist Folgendes geschehen und zwar haben wir uns langsam aufgemacht Richtung Siegestraße, nachdem wir alle unsere 8 Orden zusammengesammelt haben. Doch zuvor wurden wir ein paar Mal aufgehalten. Erstmal von Professor Esche, die uns dann einen Meisterball gab, nachdem sie erstmal uns nicht mit Informationen gefüttert hat, was sehr interessant war. Danach ist plötzlich Boreos erschienen auf einer anderen Route, das haben wir uns erstmal auch mal angesehen. Und dann wurden wir nochmal von Sharon und Bell aufgehalten, die noch einmal kämpfen wollten, beziehungsweise nur Sharon. Und der hat dann ja kläglich versagt. Und jetzt kommen wir endlich mal Richtung Siegestraße. Genau gesagt sind wir jetzt hier bei der Ordenkontrolltoren, besser gesagt, dort so viele O's. Und deswegen werden wir jetzt hier durch die ganzen Tore gehen. Halt ein! Der Schlüssel, der dieses verschlossene Tor öffnet, ist der Seismo-Orden. Und wir haben ja alle Orden und das heißt, wir gehen jetzt erstmal weiter. Dreh des Seismo-Ordens. Erweise dich als würdig, indem du das Herz deiner Gegner erbeben lässt. Voll epische Sprüche und so. Durch den ganzen Erdboden. Und jetzt sind wir hier. Halt ein! Der Schlüssel, der dieses verschlossene Tor öffnet, ist der Jet-Orden. Jo, okay. Sehe schon, was kommt. Dreh des Jet-Ordens. Erweise dich als würdig, indem du geschwind voranschreitest. Ich finde es auch sehr, sehr episch tatsächlich. Ihr seht schon. Je nachdem, welchen Orden man hatte, desto mehr sieht man, dass sie hier alles umgebaut haben, typenspezifisch. Stell dich mal vor, das würde sich irgendwann ändern. Dass es keine Girardie mehr gibt, die ihre Arena leiten sollte, sondern einen Feuerarena-Leiter. Da müssten die hier alles wieder umbauen. Das wäre ja schrecklich. Also ich will mir die Arbeit nicht machen. Halt ein, der Schlüssel, der dieses verschlossene Tor öffnet, ist der Eissapf-Orden. Jetzt könnte es kalt werden. Das sieht doch ganz so aus. Träger des Eissapf-Ordens. Erweise dich als würdig, indem du dich so kalt wie ein Eissapfen gibst. Aber so kalt bin ich doch gar nicht. Dann bin ich so cool. Oh mein Gott, ein Rätsel. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Scheiße. Oh, ich bin durch. Easy. Na gut. Halt ein. Der Schlüssel, dieses verschlossene Tor öffnet, ist der Legendenorden. Jetzt werde ich wahrscheinlich von einem Drachen gefressen. Kann das sein? Okay, doch nicht. Träger des Legendenordens. Erweise dich als würdig, indem du die Siegestraße überwindest, dich zur Pokémon-Liga aufmachst und dort von dir reden machst. Okay, gut. Mach ich. Kann ich hier wirklich rein? Ich kann hier wirklich rein. Nice. Nom 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 nom. Okay. Aber nein, dafür sind wir nicht da. Wir wollen zur Siegestraße. Und da sind wir auch endlich. Die Siegestraße ist da. Und mal gucken, wie lange wir brauchen, um hier durchzukommen. Denn dann wartet die Top 4 auf uns. Und dann bin ich gespannt, wie es dann weitergeht. Aber erstmal, was ist unser Routen-Pokémon? Ein Vermicula. Nice. Wie cool ist das denn? Das ist ziemlich episch. Das mag ich schon mal ziemlich gerne. Vermicula ist ein sehr cooler Typ vor allen Dingen. Käferstahl. Kann ich gleich jetzt mal Nachtnebel einsetzen. Du kannst schon mal ein Käfer bist. Immerhin eine Slap-Attacke. Sehr schön, Leute. Stahl-Pokémon sind sowieso ziemlich cool. Du hast schon mal Hexaplager. Auch nicht schlecht. Oh, ich muss wegen dem Boilhammer aufpassen. So, okay. Bleib erstmal drin. Dann kannst du dich erstmal weiter schön schädigen mit dem Boilhelm. So, und den Meisterball werde ich jetzt nicht einsetzen. Superball, los! Vermicula, sehr nice. Also Stahl kann man immer gebrauchen, ist auch defensiv gar nicht mal so schlecht. Er hat sogar nur eine Feuerschwäche eigentlich. So, drei uns. Jawohl, sehr schön. Und dann wurde Vermicula gefangen. So, du bist weiblich, ne? Okay. Ich habe ja schon alle weiblichen Käfer-Trainer bereits eingearbeitet hier. So, Vermicula, Eisenameise. Ein eiserner Panzer gibt seinen Leib. Angriff von Phonifras, einem Feind, schlägt es in der Gruppe zurück. Ah ja, mal wieder diese Rivalen. Aber wir haben noch keine Stahlgegner. Moment, ich habe die Liste hier noch offen. Dann kann ich direkt mal gucken. Und hochscrollen. Oh ja, da ist sogar noch ein Name übrig. Genau richtig. Bei den Stahl-Arena-Leitern habe ich noch einen Namen für weibliche Pokémon. Und zwar gibt es ja in Johto eine Stahl-Arena-Leiterin. Und zwar ist das Jasmin. Und nach der wirst du jetzt benannt. Das passt doch ganz gut, weil ich habe keine weiblichen Käfertrainer mehr. Die wurden alle schon verbraucht. So, aber immerhin passt das ja. Wir finden in letzter Zeit irgendwie nur noch Weibchen. Kann das sein? Fällst du damit auf? So, Jasmin, du wirst jetzt benannt. Wunderbar, sehr schön. Kann ich mir gut vorstellen, auch ins Team aufgenommen zu werden. Genauso wie viele andere, wie zum Beispiel Tarnpignon und... Was war jetzt noch im Gespräch? Jetzt habe ich das schon wieder vergessen, tatsächlich. Aber sehr cool, Leute. Wir haben einen Vermicula im Team. So, ich lasse erstmal den Schutz nicht aktiv, weil dann möchte ich mal schauen, was wir sonst noch alles hätten fangen können. Also ich glaube nicht, dass es noch viel was Episches gibt hier eigentlich, oder? Wir werden mal sehen, was es hier sonst noch so gibt. Ich bin gespannt. Zum Beispiel Vermicula. Das wäre doch viel epischer gewesen. Vor allem ist es genau dasselbe Set hier. Dam, bam, bam. Na gut, ich gehe mal wieder raus. Schüssikowski. Nein, ich kann nicht. Oh, du hast Knirscher. Das ist was anderes. Aua. Das tut weh.
Dann gehe ich da mal direkt wieder raus. Okay, dann kann ich nicht mit Lamina vorne bleiben. Das ist nicht so cool. Ich gehe erstmal in Flumo, weil das Ding ist ja schnell genug, dass wir damit rauswechseln können. Bam, 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 bam. Weil ich wechsle ungern auch ein Pyro jetzt hier in den Knirscher rein. Wäre nicht so cool. Selbst Flumo stecke ich da ungern rein. Das Ding ist echt scheiße stark. Muss ich ja mal sagen. Das macht echt viel Damage. So, Moment. Ja, das Team schon ein bisschen mitgenommen. Muss ich jetzt schon ein paar Supertricks fallen lassen. Das Problem ist, ich werde mich ja echt schlecht heilen können. Ich hätte vielleicht nochmal vorher einkaufen sollen. Das wäre intelligent gewesen. Aber es sollte noch passen. Vielleicht haben wir noch irgendwo einen Arzt in der Nähe. Dass wir uns irgendwann zwischendurch heilen können. Das wäre sehr, sehr praktisch. So, dann packe ich jetzt erstmal Misty nach vorne, würde ich glatt sagen. Lamina bleibt erstmal hinten. Als Wall. Und dann gehen wir schon mal in den ersten Arzt rein. Hallöchen, na? So, ich bin gespannt. Lass mich deine Fähigkeiten... Nee, lass mich meine Fähigkeiten prüfen, bevor ich zur Pokémon-Liga gehe. Du kannst auch meine Fähigkeiten prüfen. Ich habe mich jetzt nicht unbedingt verlesen oder so. Wäre jetzt auch nicht verkehrt, aber na gut. Wie dir beliebt, Astrina Oka. Eine schöne Farbe übrigens. So, du hast den Elfhund. Ja, da habe ich ja recht Spaß mit. Das ist der Elfhahn und so, ne? Das Fund kommt von... Ja, egal. Ich habe sowieso Spaß, denn ich habe den Typenvorteil. Du bist wahrscheinlich schneller trotzdem. Ja, bist du? Hilft dir aber trotzdem nicht. Will ich hoffen. Oh, war trotzdem gar nicht mehr so wenig. Luftschnitti. Reicht das aus? Nicht ganz. Jetzt hast du wie viel Schaden gemacht? 13, 23, 36. Das ist okay. Ja, das heißt jetzt ein Crit würde nicht ausreichen. So, trotzdem. Bitte kein Crit, sehr schön. Bam, badam. Dann bist du weg. Die Frage ist, was hast du jetzt noch? Genau, jetzt kommt natürlich der Crit, der hätte auch vorkommen können. Das wäre ganz cool gewesen, Misty. Muss ich ja mal sagen. Level 44, okay. Oh, Silbritz, ja, da gehe ich raus. Ist hoffentlich verständlich. Die Frage ist, wen wechsle ich da ein? Vor allem bis Level 45. Oh Gott, ich muss dringend wieder trainieren, Leute. Das ist ja gar nicht mal so cool. Die kriegen jetzt alle neutralen Schaden. Deswegen ist jetzt die Frage, wer kriegt weniger Schaden durch eine spezielle Attacke ab? Du hast 51 plus Evolit, das macht ungefähr 75. 108, ja, ich werde wahrscheinlich Lamina einwechseln. Wie viel hast du? Du hast noch 74. Somit genauso viel wie Pyro. Du hast auch noch 3 Schaden, 60. Und Frosina? 102. Du bist sogar am besten, aber du bist nicht schnell genug. Ich wechsle mal Lamina ein, komm, das sollte helfen. Das ist schon vollkommen in Ordnung. Was hast du alles so im Set? Ladungsstoß. Das kann auch paralysieren, das gefällt mir jetzt nicht so sehr. Okay, macht ungefähr 20 Schaden. Das ist in Ordnung. Ich mache jetzt mal ein Irrlicht kommen. Das ist, glaube ich, am besten. Mach nochmal einen Ladungsstoß. Kein Problem. Außer du paralysierst mich. Das wäre jetzt nicht so cool. Wäre schön. Und ich treffe sogar. Ich bin begeistert. Im wahrsten Sinne, weil der Mina ist ja ein Geist-Pokémon. Aha! Ich habe nichts gesagt, Leute. Ich habe nichts gesagt. Gehe ich jetzt in Frosina? Das kann ich jetzt nämlich machen. Soll ich das auch tun? Ich mache es einfach. Komm, ich möchte jetzt aufs Nummer sicher gehen. Schön, dass wir zumindest ein Pokémon haben, was ein bisschen overleveled ist, theoretisch, weil das kann man immer reinschicken. Vor allem die Spezialverteidigung verdammt gut. Liegt wahrscheinlich auch am Wesen, weil das nämlich die Spezialverteidigung erhöht bei Frosina. Bisher noch keine Paralyse. Ich bin schwerst beeindruckt. Was ist hier los? So, Eiszapfhagel. Anscheinend ist er gechoiced oder so, wobei das ist natürlich die beste Attacke, die er machen kann. Und jetzt kommt die Paralyse. Da lass mich raten. Nee, ich komme durch. Nice. Ich bin schwerst beeindruckt. So, und es reicht natürlich auch aus. Sehr gut, aber du hast eine Menge Schaden gemacht, mein Freund. Uiuiui. Dabadabam. Es gibt jemanden, der besser ist als man selbst. Das liegt wohl auf der Hand. Ja, außer bei mir. Da will ich mal hoffen, dass es nicht so ist. So, ich muss wieder viele Sachen heilen. Das ist jetzt nicht so geil. So, ich muss ein bisschen sparend umgehen hier mit den ganzen Sachen. So. Bam, 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 bam. Was besseres als ein Supertrank vielleicht? Sprudel erstmal, das ist schon mal gut. Das kriegst du. Und das kriegst du nicht. Du kriegst einen Trank ganz normal. Zumindest gleich. Erstmal kriegst du einen Paraheiler, ist noch besser. Ich hätte vielleicht doch mal ein bisschen einkaufen sollen. Na, die Frage ist vor allem auch, ob ich jetzt so trainieren gehen möchte oder nicht, also nach dem Part. Problem ist nämlich, ich habe eigentlich gar keine Zeit dazu. Das ist so mein Problem gerade. Ich werde jetzt mal Folgendes machen, und zwar erstmal einen Schutz aktivieren. Ich würde zwar gerne noch gerne wissen, was es hier noch alles für Pokémon gibt.
die ich hätte fangen können, dann werde ich am Ende eh wahrscheinlich wieder enttäuscht sein. Also ist mir das auch egal. Und Schuss habe ich eben noch genug dazu Hand. Bam, babadam, bam, bam. So, wer läuft denn hier sonst noch so rum? Ich bin gespannt. So, jetzt wird um einiges weniger. Diesen Abgang kann man runterrutschen. Schau gut zu, ich zeige dir, wie es geht. Flup. Ach ja, kleines Tutorial am Rande. Jetzt bist du in der Reihe. Ohne mich, das ist mir viel zu gefährlich, da muss ich leider passen. Ja, das ist ja schlau. Die Abhänge in der Siegestraße kann man hinunterrutschen. Sei kein Angsthase und versuche es, das macht Spaß. Ja, muss ich jetzt zwangsweise, sonst komme ich hier nicht weiter, ne? Also, wuhu, Gucci. So, aber dann kann ich wieder am Anfang. Ich muss jetzt hier rübergehen. Hier übrigens können Pokémon auftauchen, wenn ich hier über diese unebene Fläche gehe. Okay, da geht es mir nicht weiter. Bam, 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 bam. Da muss ich jetzt irgendwie versuchen, nach oben zu kommen. Okay. Und da drüben ist Wasser. Das ist schon mal gut. Beziehungsweise erstmal ein Item. Das ist noch viel besser. Items kann man immer gebrauchen, vor allem, weil die, glaube ich, gerne nach TMs rumlungern, ne? Oder Sonderbonbons. Das ist noch viel besser. Das finde ich gut. Bam, 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 bam. So. Dann mal wieder zurück. Ich bin gespannt, was wir hier sonst noch so finden. So, ein, zwei Kämpfe sollten wir heute auch nochmal hinkriegen. Wobei ich echt gespannt bin, wie stark die sein werden, die Gegner. Ist hier noch ein bisschen... Kann es denn, dass es noch ein Item ist hier? Nee, kein Item? Kein Item. Wo lande ich jetzt hier? Ach, okay. Das lohnt sich schon mal nicht. Okay. Bam. Bam. Und wieder eine Etage weiter nach oben. Sehr schön, da ist noch ein Trainer. Gut. Ich habe Misty vorne, ne? Ja, das will ich jetzt auch mal ändern. Und zwar kann Camillo jetzt erstmal starten. Machen wir es mal so. Ich bin gespannt, mit was er anfängt. Wahrscheinlich habe ich jetzt total einen Typnachteil. Mal wieder. So. Ein Astrainer wie ich halt seinen Stolz. Ich werde nicht verlieren. Und das werden wir sehen. Ich glaube, an einigen Stellen ist es doch sinnvoll, Fabricola tatsächlich ins Team mitzunehmen. Weil Feuer ist jetzt nicht so oft vertreten. Jetzt kommt Bisbark. Ah, super. Passt perfekt. Das hätte ich jetzt geahnt. Level 45 direkt. Sehr, sehr schön. So. Camillo, du darfst. Hast jetzt auch recht viel Spaß hierbei. Einzahlung, okay. Normale Attacke macht mit Step doch ja, schon ein bisschen Schaden. Man, ich 40 KP, ne? Muss ich aufpassen. Das Ding hält auch einiges aus. Sollte jetzt aber reichen. Dann mache ich nochmal Einzahlung. Das ist okay. Ja, wunderbar. Kann aber auch echt Damage machen. Muss ich echt aufpassen. Vergesst ihr, dass ich einen Evoliten trage, ne? Und der funktioniert ja auch. Also aufpassen, was hier rumläuft. Wobei, der war auch jetzt zwei Level über uns, also... Na gut. Serapendra. Käfergift, dann bist du dann schnell. Und 45er Level. Ich muss dringend wieder trainieren. Kann ich da Pyro reinschmeißen? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Sonst werfe ich erstmal ein bisschen rein. Machen wir erstmal so rum. Serapendra greift, glaube ich, eher physisch an. Obwohl, eine Matschbombe könnte jetzt auch kommen. Deswegen weiß ich jetzt nicht so genau, was kommt. Quetschwalz. Ah, oh, okay. Damit habe ich kein Problem. Es ist eine Kieferattacke. Wow! Die critten kann. Das ist dann jetzt nicht mehr so geil. Was habe ich noch Sinnvolles? Ich setze noch einen Sprudel ein. Ja, es kann so doch ganz gut wehtun. Darf man nicht unterschätzen hier, was hier uns entgegenkommt. Bam, bam, bam. Agilität, okay. Einmal auf Speed setzen, ist kein Problem. So, dann gehe ich jetzt erstmal schön auf den Luftschnitt. Was machst du? Quetschwalze nochmal. Okay, jetzt werde ich überleben, auch wenn es ein Schritt sein sollte. Ja, passt. Ist kein Problem. Ist, glaube ich, eine 60er Stärke, Quetschwalze. Und wir treffen hier, also beziehungsweise wir können hier nichts one-hitten. Ist ja schlimm hier. Und Items wollte ich jetzt nicht einsetzen. Ich wollte doch mal angreifen. Kann ich jetzt auch surfen, wenn ich möchte. Toxin. Das ist ja ein defensives Set hier. Wahrscheinlich hätte ich jetzt auch Staffette gefolgt. Aber das bringt dir jetzt auch nichts mehr. So, bitteschön. Und tschüss. Sehr, sehr schön. Wir kriegen jetzt wieder schön viele Erfahrungspunkte. Alles klar. Ich konnte meinen Stolz nicht verteidigen. Das macht mich sehr wütend. Tja, Pech gehabt. Hätte ich gegen mich kämpfen müssen. Okay, so. Ich darf wieder jetzt hier rüber jumpen und mal gucken. Ich habe noch kein Gegengift dabei. So, wer möchte als geheilt werden? Camillo kriegt auch gleich seinen Sprudel ab. Bam, 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 bam. Ich müsste dringend mal wieder Sprudel einkaufen. Das wäre schon sinnvoll. Und Misty kriegt jetzt auch einen Trank ab. Will ich das mal sagen. So, das ist für dich. Bitteschön. So, jetzt Camillo natürlich auch schon Level 44. Ich werde Lamina aber trotzdem noch nicht vorne lassen. Sie wird irgendwann später mal wieder eingesetzt. So, mal nebenbei. Ah, jetzt sind wir hier. Also, okay. So, oh, wow. Rast doch nicht aus, Mann.
So, Schutz wirkt nicht mehr. Das ist jetzt ganz blöd. Ich möchte jetzt erstmal gerne an das Item ran, was da noch rechts ist. Das werde ich mir jetzt nämlich mal holen. Wird wahrscheinlich ein sehr, sehr wichtiges sein. Oder ist ein einfacher Troll. So, mal gucken. Was ist denn hier? Ah, Feuerhöhne. Ja, wow. Ja, doch, das kann man als Troll sehen. Irgendwie ist es ja eine TM, habe ich ja gesagt, dass es die hier gibt. Aber haben mir trotzdem nicht geholfen. So, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder nach oben. Toll. Für diese eine TM, Leute. Ah, schlimm. So, weil ich jetzt voll bin, da rüber zu laufen. Surfe ich jetzt rüber, weil ich das viel epischer finde. So, wuhu. Finde ich voll sehr, sehr interessant, dass die Surf-Musik jetzt nicht dann einspringt in der Siegelstraße. Auch was Neues. Gibt's aber sonst auch nicht, ne? Also ich meine auch in den anderen Generationen. Normalerweise wird immer die Surf-Musik trotzdem mit eingespielt. Meine ich zumindest. So, wo will ich jetzt rein? Wahrscheinlich muss ich hier rein, oder? Das sagt mir jetzt mein Pokémon-Instinkt. Oh, Karatekämpfer. Uhu. Da bleibst du bitte nicht vorne. Das schmeiße ich jetzt ein bisschen mal rein. Weil ich es kann. Kann wirklich gut sein, dass sich mein Team noch ändern wird zur Pokémon-Liga, weil ich ja weiß, was mich erwarten wird, auch von den Typen her, dass ich daraufhin dann auch mein Team optimieren werde. Erst laufe ich mich hier und jetzt läuft mir ein Trainer über den Weg. Mann, wenn das mal kein Kampf wert ist. Das ist doch perfekt dann. Ja, warum auch nicht? Wird wohl der letzte sein für heute. Mal schauen. Drei Pokémon hat der Evan, oder Even, keine Ahnung, Irokex. Ist vollkommen okay. Da sollte ich schneller sein. Du hast vor allem eine ganz gute Spezialverteidigung, was ich weiß. Deswegen werde ich jetzt immer lieber Fliegen einsetzen. Das macht nämlich mehr Schaden. So, ich bin mal gespannt, was du mir entgegensetzt. Am besten Turmkick. Ne, Knirscher kommt. Okay. Komm, triff Misty. Jawohl. Sollte ausreichen, oder? Reicht es aus? Nee. Ganz knapp reicht es nicht mehr aus hier. Was ist denn das? Schlimme Tier, Misty. So, dann flieg jetzt nochmal los. Jetzt macht er nochmal einen Knirscher. Wie viel Damage macht denn das? Viel zu viel. Ein Crit hat jetzt gebrüßt. Gereicht, Leute. Also muss ich echt scheißermäßig aufpassen. So, und das wird jetzt reichen. Sehr schön. So. Jetzt muss ich echt aufpassen. Vor allem, mein Index ist jetzt auch gesenkt. Das wird mir jetzt auch nicht mehr weiterhelfen. Okay, wir kriegen noch ein bisschen KP dazu. Meistergriff kommt. Meistergriff. Okay, lass mich wetten. Du hast irgendeine ganz, ganz böse Attacke, die mir nicht gefallen wird. Lamina, du bist dran. Ja. Ohne Zweifel. Vor dem habe ich Respekt. Und ich werde jetzt logischerweise nicht Irrlicht einsetzen, klar. Aber ich möchte gerne gucken, was kommt. Wuchtschlag, auch sehr gut. Okay, Kraftteile erstmal. Steinhagel, damit habe ich gerechnet. Damit habe ich gerechnet. Aua. Deswegen wollte ich nicht in einem Flug-Pokémon drin bleiben. So, Angriff ist jetzt gesenkt. Ziemlich stark. Weil da kann ich nämlich nichts mehr reinschwitschen. Ihr wisst ja, meine Schwäche gegenüber Gesteinen. Hier, da, da und jenes. So. Deswegen Camilla möchte ich auch nicht einsetzen, weil er schwächer sein wird. Auch wenn ich ein Level höher bin, ich bin einfach eine Stufe niedriger. Das muss jetzt Alimina machen. Und deswegen wird jetzt auch genachtnebelt, würde ich sagen. Irrlicht werde ich jetzt auf jeden Fall nicht einsetzen. Aus Respekt gegenüber seiner Adrenalin, was er haben könnte. Das macht echt keinen Damage, ne? Huiuiui, Leute. Das wird jetzt nochmal ein anstrengender Kampf eventuell. Erstmal hoch rein, bitte. Erstmal das. Aber ich kann hier nichts reinwechseln. Das geht wirklich nicht. Wäre ein weiterer Grund, warum ich eventuell dann auch... Wow, Crits. Danke fürs Gespräch. Puh. Noch einmal kurz heilen. Wäre ein weiterer Grund, nochmal das Team auf jeden Fall zu wechseln. Dafür könnte man wunderbar Hutsasser gebrauchen. Oder auch Himikura. So, na wow. Können ja alle Gemasse einsetzen, ne? Auch schön. Ich bin eh langsamer, deswegen hat sich das jetzt nicht gelohnt. Dann setze ich doch lieber Börde ein, wahrscheinlich. Protzer, das gefällt mir weniger. Das mag ich jetzt gar nicht. So, mach das Ding bloß weg. Bitte, 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 bitte. Oh, das macht echt nichts an Damage. Was war denn jetzt mehr Schaden? Okay, ich muss das Ding jetzt irgendwie wegkriegen. Ja, nee. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. So, bitte. Bitte, 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 bitte. Okay, du kannst ruhig weiter Protzer einsetzen. Ist kein Problem. Mach ruhig bis zu deinem Lebensende Protzer. Mach mal jetzt ein bisschen einen Crit, Lamina. Mach einfach einen Crit. Komm, 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 bitte. Nein, komm schon. Okay, nice. Er joked einfach. Er joked. Okay, tschüss, Meistergriff. Puh, Glück gehabt. Ich meine, Angriff plus 3. Auch wenn ich deinen Kraftteil eingesetzt habe. Das möchte ich nicht nochmal sehen dann. Puh. Gefahr gebannt. So, was kommt jetzt? Linfu, okay. Da kann ich jetzt auch in Ruhe Irrlicht einsetzen. Das sollte kein Problem darstellen. So, bitteschön.
Ja, Catherine, okay, du hast jetzt nur noch dieses eine Pokémon, das heißt, du wirst nicht wechseln können. Und das macht kaum Damage. So, Beliebigkeit ist auch weg, auch schön. Du kriegst sogar. Du kriegst mehr Damage als ich, das finde ich noch viel schöner. Das ist so schön. So, Bülle wird umso mehr Schaden machen auch. Das ist mein Vorteil. Ich glaube, der hat nichts anderes außer Kehrtwende, weil sonst sind es wahrscheinlich nur Kampfattacken, ne? Gehe ich mal schwerstens von aus. Und tschüss. Sehr schön, Leute. Die Gefahr ist gebannt. Das war gar nicht mal so ohne. Uff, das habe ich davon. Wenn man sich verlaufen hat, sollte man nicht kämpfen. Ja, vielleicht. Na gut, aber Leute, das soll es jetzt mal gewesen sein für heute. In diesem Part geht es weiter hier in der Siegestraße. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Bisher haben wir schon recht große Herausforderungen gehabt hier tatsächlich. Aber wir konnten sie alle meistern. Ich kann mir versprechen, dass es immer verlustfrei ausgeht. Ich bin gespannt auf die nächsten Begegnungen. Bis zum nächsten Part also. Bis dann und auf Wiedersehen.